Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, der 3G-Nachweis, der mitgebracht werden muss, das scheint nun nur noch eine Formsache zu sein. Werner Kogler, der Vizekanzler, äußerte sich dazu am Mittwoch noch recht verhalten und meinte, es werde mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass dann in wenigen Wochen hier der entsprechende Nachweis auch am Arbeitsplatz gebracht werden muss. Allerdings ist es hier noch nicht ganz fix, wie das dann ablaufen wird. Was aber bereits fix ist, das ist, dass der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hier eine entsprechende Neufassung der Covid-Verordnung schaffen muss und dass es auch eine Änderung im Arbeitsgesetz geben muss, damit der 3G-Nachweis auch am Arbeitsplatz immer dabei sein muss. Und wie sieht es aus? Was gilt zu beachten? Das heißt nun konkret in der Arbeit, wenn ich beispielsweise Kontakt mit vielen Menschen habe, in beispielsweise einem Großraumbüro bin, dann muss natürlich ein 3G-Nachweis dabei sein. Das heißt, ich muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. In Berufen wie beispielsweise als Lkw-Fahrer, wo man doch mehr Zeit alleine verbringt, da ist der Nachweis dann nicht unbedingt notwendig. Wie sieht es aus mit den Verweigerern? Auch da gibt es noch keine konkreten Informationen. Es wäre denkbar, dass es sich beispielsweise wie in Italien entwickelt. In Italien muss man ab dem 15. Oktober einen 3G-Nachweis am Arbeitsplatz mitnehmen. Hat man diesen entsprechenden Nachweis nicht dabei, beziehungsweise verweigert man diesen Nachweis, dann wird mit einer Aussetzung des Gehaltes zu rechnen sein. Und wie sieht es aus mit Kontrollen und Strafen? Auch das ist derzeit noch Umstand der Spekulationen. Aber was schon in der Covid-Zugangsverordnung festgehalten ist, das sind Strafen von bis zu 1450 Euro. Also wäre es denkbar, dass beispielsweise dann stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden und dann im Extremfall auch eine entsprechende Strafe von bis zu 1450 Euro ausgesprochen werden könnte.